Hallihallo, ich begrüße euch ganz herzlich hier aus Edinburgh, Glasgow, von der Strecke Edinburgh, Glasgow, aus Glasgow von Rivet Games. Wir sitzen in der Class 385. Wir schließen die Türen auf der linken Seite und setzen uns mal in den Führerstand. Es ist früher Morgen. Schauen wir mal, dass wir nicht allzu lange brauchen. Machen wir noch TMS-Bildschirm an. Türen sind schon zu. Caplight können wir, glaube ich, erstmal auslassen an dieser Stelle. Dann machen wir uns noch. Genau, unsere Sicherungssysteme an. Ich hoffe, das funktioniert alles. Mal schauen. Und dann können wir eigentlich auch schon abfahren. Wenn alles gut läuft. Dann halten wir als nächstes in Croy in 11 Meilen. So, loggen uns einmal hier ein, nehmen mal die 1, 4, 5, 6, Enter, Login. So, jetzt sind wir auch hier drin. Hier können wir uns auch die ganzen Ansagen mal zu Gemüte führen. Hier zum Beispiel Saloon Lighting machen wir jetzt mal noch an. Na, das Light Baking, das ist hier ein bisschen komisch. Machen wir uns noch einmal hier das Führerstandslicht erstmal an. Instrumentenbeleuchtung. Ja, lassen wir das Führerstandslicht erstmal an. So, wir können hoch auf 25 Meilen pro Stunde. Ja. So, das ist im Grunde genommen das erste Video. Ach, wir können schon 50. Das erste Video nach längerem, wo ich im Grunde genommen wieder, ja, aufnehmen kann. Ich freue mich auf jeden Fall schon sehr. Und da werden einige Videos noch kommen in nächster Zeit. So, 50 haben wir erreicht. Und dann genießen wir erstmal hier die schöne Stimmung, die wir hier haben draußen. Sieht schon hübsch aus, ne? Hier so ein Morgengrauen. Und wir fahren halt in Richtung Edinburgh. In Richtung Edinburgh Waverley. Wo ich schon mal war. Ich war auch schon mal in Glasgow, by the way. Und muss an dieser Stelle schon sagen, das, was ich bisher gesehen habe, gefällt mir echt gut. So, ordentliche Steigung. Daher lassen wir mal Leistung aufgeschaltet. Können noch mal hier announcen. Hier, das ist. Okay, das ist noch nicht Glasgow Green Street. Machen wir the next station und zack. Oh, wir sind zu schnell. Jawohl, das funktioniert hervorragend. Das gefällt mir noch sehr gut. Da kam mal der Kollege vorbei. Ab hier geltenden 70. Können das Führerstandslicht auch wieder ausschalten und jetzt mal auf die 70 hoch. Ah, ab da dann sogar 85. Ne, also für uns gelten jetzt hier die Signale auf der linken Seite der Strecke. Signal ist weiterhin grün. Das, was da piept, ist DRA und sagt uns da im Grunde genommen immer, wenn es piept, dann heißt das, dass das Signal grün ist.
Ne, wir fahren über diese Balisen. Und zwar hier. Und wenn diese Balise sagt, das Signal ist grün, dann macht es hier Bing. Und dann können wir weiterfahren. Wenn uns im Grunde ein Halt vorangekündigt wird, dann leuchtet hier an dieser Stelle das DRA-Signal auf. Was dann quittierungswürdig ist, können wir dann hier mit AWS Acknowledge, glaube ich, machen, ne? Oder? Nicht DRA, AWS, ne? AWS. Jetzt habe ich die ganze Zeit von DRA gesprochen. Das ist natürlich falsch. So, wir können hoch auf 100 und haben noch 7 Meilen bis Croy. Ja, die Strecke wurde veröffentlicht vor ungefähr Pi mal Daumen einem Monat von Rivet Games. Ist jetzt natürlich für den deutschen Markt nicht die interessanteste Strecke. Aber mit Sicherheit eine trotzdem sehr schöne Strecke. Da ist auch ein Soundmod drauf. Für die Class 3 at 5. Ja, schön, oder? Wir können mal, wenn wir in Croy sind, auf jeden Fall auch mal in den Passagierraum mal rein. Und uns dort mal umgucken. Also Rivet Games wurde ein bisschen dafür gescholten, gescheltet für das DLC. Allerdings eher für den Zug und für die nicht ganz so guten Sounds des Zuges. Die Strecke an sich hat insgesamt recht viel Würdigung bekommen von der Community. Also der Streckenbau etc., das sieht schon alles sehr schön aus, ne? Also wenn wir uns hier auch mal die Oberleitungsmasten angucken. Das ist schon ganz nett gemacht von der Aufhängung her. Ja. Ne? Hier vor allen Dingen, ne, wo dann im Grunde genommen die Oberleitung einmal neu eingefädelt werden. Das ist schon, ja, ganz gut. So, 4,2 Meilen noch. Hier der Rest des Führerstands. Die Displays sind glaube ich, nicht benutzbar. Ich frage mich gerade, ob... Die Notbremse wollen wir nicht. Gedimmt. Door Handover. Nee, wollen wir nicht. Overhanden. Batterieschalter haben wir. Ist auch benutzbar. Also insgesamt ein ganz rundes DLC, meiner Meinung nach. Wenn man sich für Strecken und Loks aus und Züge aus UK interessiert, dann ist, glaube ich, ist man ganz gut beraten mit Edinburgh Glasgow. Der zweiten schottischen Strecke. Ein viel geäußerter Wunsch der englischen Community, by the way. Die Strecke Edinburgh Glasgow ist natürlich absolut berühmt. So ein kleiner Tümpel. Wir müssen gleich mal, sollten vielleicht schon mal so ein bisschen anfangen zu bremsen. Aber nicht vergessen, dass hier sind Meilen pro Stunde, nicht km/h. Hier links so ein kleines Abstellgleis oder ein Ausweichgleis. So, wir lassen mal ein bisschen rollen.
Also die Beleuchtung, ne, da kriege ich nicht genug von der TSW-Beleuchtung. Was grauenvoll ist, ist dieses super kleine Fenster hier. Das ist hier mal echt schräg. Aber das ist jetzt in diesem Sinne Kritik an die Realität und nicht an Rivet Games. Ne? Kann ja Rivet Games nichts dafür, dass das Fenster so schlecht ist. Ja, das funktioniert auch sehr gut. Gucken wir mal, dass wir Pi mal Daumen 40 Meilen am Bahnsteigsanfang haben. Das ist, na, leicht übers Ziel hinausgeschossen. Theoretisch müsste es doch klappen. Door Selection. Dass wir dann nur die hinten aufmachen. Mal gucken. Also irgendwie sind die nicht gar nicht offen. Aber das Rädchen da oben läuft ab. Also, gut, dann auf nach Falkirk High. Da war ich übrigens auch schon mal. Wo ist der Panto? Da. Der müsste eigentlich auch hier. Eigentlich auch ab und an mal Funken von sich geben. Okay, Signal ist grün. Mal gucken. Na, da macht der Panto nix. Ach, doch, da. Hier links so ein Baggersee. Nicht schlecht, dass das hier alles so ausmodelliert ist, obwohl man das eigentlich vom Zug aus nicht sehen kann, ne? Not bad, not bad. Okay, hoch auf die 100. Einmal Vollkraft. Dann würde ich sagen, machen wir mal wieder hier so eine Ansage. Operational Info. Nee. Machen wir Customer Info. So, und zack. Und next station. The next station is Falkirk High. Jawohl, Falkirk High. Ich könnte mal kurz hier einen Blick auf die Streckenkarte werfen. So sieht die Strecke aus, bringt uns aber nichts, weil auf dieser Streckenkarte ist nichts verzeichnet. Ja, sieht schon ganz schön aus da vorne, oder? Wenn man sich mal hier so ein bisschen die Berge anguckt. Wieder runter mit der Geschwindigkeit. 7 Meilen noch, bis wir in Falkirk High sind.
your safety and comfort, smoking is prohibited at all stations and on all train services. This includes e-cigarettes. Jawohl. Oh, ich liebe ja total den schottischen Akzent, Dialekt, ne? Das ist wirklich lovely. Hey, sehr gut. Die habe ich ja schon lange nicht wieder gesehen, die Leute, die hier einfach so random verteilt sind. Mit passenden Sounds hier auch nicht schlecht. Sowas mag ich ja, ne? So diese kleinen Spielereien. Hier haben wir eine andere Strecke, die gekreuzt wird. Mhm. Also ich muss sagen, die Oberleitungsaufhängung sieht sehr gut aus, ne? Gefällt mir schon sehr. Ich weiß nur nicht, ob wir da Abspanngewichte irgendwo haben. Ich glaube, die fehlen. Ja, also so richtig sehe ich hier keine. Geben mal wieder ein bisschen Leistung. Hier fahren Autos entlang. Sehr schön. Ja, ich bin jetzt viel in der Außenkamera, weil das halt eine neue Strecke ist und da finde ich, da kann man sich mal erstmal angucken, was es da so gibt, ne? Das geht jetzt nicht unbedingt darum, nur den Fahrplan einzuhalten, sondern nur so ein bisschen sich mal die Umgebung anzugucken. Auch das finde ich sehr gut. Hier so ein Telegrafenmast, so ein Strommast hier lang geführt. Da sind noch Autos nebenbei. Also es wirkt alles ganz gut beliebt, ne? Ab und an mal Personen zu sehen. So, 3,3 Meilen noch. Ich kann dir mal ganz nebenbei hier noch die FPS eingeblendet lassen. Ja, so stabile 45. Wirkt doch eigentlich ziemlich gut. Das war übrigens für mich das allererste Mal hier auf der Strecke, ne? Ich war jetzt nicht vorher selbst hier alleine unterwegs. Hab nur einmal das Tutorial erledigt mit der 385 im Trainingscenter. Aber die Strecke an und für sich erkunde ich gerade mit euch zum allerersten Mal gemeinsam. Also alles, was ihr von mir hört, sind einfach ungefilterte Meinungen. Okay, Falkirk High in ungefähr einer Meile. Gucken wir mal, dass wir diesmal den Stopp etwas besser hinbekommen. Bing. Destination not in service. Nee. Not in service. Ja, das müssen wir, ist mir nicht aufgefallen. Das müssen wir gleich noch ändern. Aber wo können wir das ändern? Vermutlich hier im Bildschirm, ne? Home. Ne, hier nicht. Doch, vielleicht hier? Ah, doch, da. Oh je. Ah, ja, ja, das wird, glaube ich, nichts. Das ist nicht gut. Verdammt.
Und wir haben, glaube ich, ein Signal da vorne. Okay. Okay, komische Beleuchtung. Ja, wir müssen jetzt etwas machen, was man nicht macht. Das mache ich jetzt nur hier. Und zwar werden wir jetzt mal ein bisschen zurücksetzen. Wir dürfen allerdings nicht das Signal, das wir da haben, komplett überfahren. Sonst ist das Spiel für uns vorbei. Ich bitte das jetzt einfach mal zu ignorieren. Das ist absolut nicht realistisch. Das würde man niemals so machen. So, das ist das Signal und das dürfen wir nicht komplett überfahren. Vielleicht reicht das schon. Das reicht. Okay, dann einmal wieder in Vorwärtsstellung. Können wir mal ganz kurz hier in den Passagierraum. Ach, jetzt habe ich Glasgow Queen Street eingestellt, ne? Das ist natürlich Quatsch. Edinburgh. So, jetzt haben wir es. Okay, und auf geht's. So, jetzt aber mal hier hurtig. Licht an. 2,8 Meilen. Machen wir mal wieder eine Ansage. So, und in Polmont sind wir in 2 Meilen da. Ich nehme schon mal die Leistung raus. Okay, 1,3 Meilen noch. Da kommt der Kollege. Jawohl.
sehen wir schon den Bahnsteig. Bestimmt hinter dieser Brücke. Jawohl, da ist er. Ja, das sieht doch mal nach einem halbwegs gescheiten Stop aus. So, wir wollten eigentlich durch den Zug mal noch wandern. Machen wir das mal jetzt. Hier die zweite Klasse. Mit Disability Klo. Hier die auch zweite Klasse mit den Fahrgastinformationssystemen. Hier noch ein anderes Design für Schwangere. Ja, ne? Ja. Was ganz interessant ist, ist so die Bahnhofsgestaltung, ne? Manchmal gibt es hier so etwas da. Süß, oder? Oho. Ja. Cute. So, wir setzen uns. Machen die Türen zu. Wir haben 3 Minuten Verspätung. So, wir dürfen 90, glaube ich, fahren. Und Linlithgow ist die nächste Station. Das können wir auch direkt mal ansagen hier. The next station is Linlithgow. Es gibt ja auch tatsächlich hier noch so ein Additional Driver Seat. Mit einer Steckdose. Sehr gut. So, 100 haben wir gleich erreicht. Und sind dann auch schon in 3 Meilen da. Ja, ungefähr die Hälfte der Strecke hinter uns. Ah, das gefällt mir nicht so gut mit der Shadow Draw Distance, ne? Deutlich zu nah. Hier nicht elektrifizierte Gleise. Bremsanzeige haben wir übrigens hier.
Hier so ein schönes Viadukt. Ja, hübsch. So, jetzt müssen wir mal bremsen. Denn nach dem Bahnsteig ist vorm Bahnsteig. Auch hier Arbeiter an der Seite. Da. Sowas mag ich ja sehr. Hier ein Friedhof. Oder müssen wir gleich mal zurückfliegen mit der Kamera? Ich glaube nämlich, dass da etwas ist, was noch zeigenswert ist. Hier eine markante Kirche. Da sind aber Leute zu nah am Bahnsteig. Weg da. Hallo, weg von der Markierung. Oh. Das war jetzt kein besonders guter Stop. Ignorieren wir. So, wo wollte ich hin? Ich wollte zu dem Friedhof da vorne nochmal kurz rüberfliegen. Wo war der denn? Da. Da. Finde ich auf jeden Fall witzig, dass sie einfach körperpositioniert worden sind. Die telefonieren zwar jetzt, ne? Das ist ein bisschen komisch, aber witzig. Steht auf den Grabstein irgendwas? Ich glaube nicht. Nö, nicht wirklich. Gefällt mir hier. Sätze, die man sonst nicht so oft hört über Friedhöfe. So, Haymarket in 15 Meilen. Auch hier die Oberleitungsaufhängung ist sehr schön gemacht. Also das sieht doch sehr gut aus. Einmal hoch auf die 100. Ist auch übrigens Vmax des Zuges. Da, Max Speed 100. 100 Meilen pro Stunde sind, glaube ich, so was, dann 140 km/h. Also, man fühlt sich hier schon in diesem Führerstand ein bisschen eingesperrt, oder? Also es wirkt alles so ziemlich, ja, so eng. Gefällt mir nicht so vom Gefühl her.
Nicht der gemütlichste aller Führerstände. So, machen wir mal. Welcome to the class 385 service to Edinburgh Waverley. The next station is Haymarket. Aha. If you see something that doesn't look right, speak to staff or text British Transport Police on 61016. We'll sort it. See it, say it, sort it. Ja. Das hätte ich auch so gesagt. See it, say it, sort it. Ups, wir sind ein bisschen zu schnell. So, 10 Meilen noch. Jetzt können wir mal ordentlich mal durchfahren. Ah, das Datum passt sogar. 2. März. 30 für die Abzweigung hier links. Einmal Licht an. Und wieder aus. Oh, wir sind zu schnell. Dürfen wir nur 90, glaube ich, fahren. Gar nicht gesehen. Auch hier wieder Leute, die arbeiten. Ab hier gelten dann 80. Bisschen neblig ist es geworden, ne? Schon schön, oder? Was denkt ihr so? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Szenerietechnisch kann man wirklich gar nicht meckern, ne? Und auch der Zug fühlt sich eigentlich ganz gut an.
100 sind fast erreicht. Es sieht so aus, als wenn es gleich anfangen würde zu regnen. Die Sonne verschwindet jetzt mal hier. Ja, ich glaube, es wird jetzt gleich anfangen zu regnen. Müssen wir uns natürlich auf unterschiedliche Adhäsionskräfte gefasst machen. Dass wir hier nicht zu sehr hier über die Gleise schlittern und schlendern. Wir könnten auch natürlich, wenn wir wollen, hier wie immer mit der God-Mode da selbst uns noch das Wetter zusammenfriemeln, aber ich finde es gerade irgendwie ganz nett. Machen wir uns mal Licht wieder an. Okay, für einen kurzen Augenblick dachte ich, dass wir hier halten müssen. Andererseits, vielleicht werde ich doch ein bisschen die Wolken wieder zurücknehmen, weil ich, ja, weil wir auch etwas sehen wollen von der Strecke. Ja, und einfach nur, weil es jetzt im Grunde genommen das erste Mal auf der Strecke ist, finde ich es irgendwie ganz schön, sich da die Szenerie ein bisschen näher angucken zu können. Fußballfeld. Hier rechts noch Gleise. Ja, und das geht halt nicht so ganz, wenn das Wetter so schlecht ist. Dann kann man sich da leider nicht so gut umgucken. Daher ausnahmsweise werde ich mal hier das Wetter ein bisschen selbst umstellen. So, wir sind gleich da. Und nimmt eure Sachen mit. Don't forget to take your belongings with you before you leave the train. So, wir sind eh schon zu schnell. Wir dürfen eigentlich nur 70 fahren. Gerade, ob das das Stadion ist, der Rangers. Gucken wir uns gleich nochmal näher an. Da ist eine Zugwaschanlage. Nehmen wir auch hier, nehmen wir auch mal wieder ein bisschen die Bewölkung raus. Wir können uns auch hier die FPS mal angucken. Ja, so stabile 40. Auch hier ganz interessante Oberleitungsaufhängung, ne? Sowas gibt es, glaube ich, in Deutschland nicht. Okay, zu schnell. Einmal den Anker geworfen. Sorry. So, Haymarket. Der Heumarkt.
schön gemachte Bahnhofsstation. Ich möchte mir einmal das Stadion nochmal angucken. Warum ist das denn auf einmal hier so dunkel? Da ist es. Oh, man hört sogar Fangesänge. Ah, das ist ein Rugby-Stadion. Oder doch keine Fangesänge? Okay, von innen ist es jetzt nicht so. Es ist jetzt natürlich nicht ausgestaltet. Normalerweise kann man hier, glaube ich, gar nicht rein. Von außen. Es soll halt von außen nach was aussehen. Und ich finde, das tut es. Gehen wir mal zurück in den Führerstand, weil mir noch was aufgefallen ist. Nämlich... lassen Sie mich mal raus. Erstens muss ich einmal ganz kurz in den Einstellungen Steuerung, Zugänglichkeit, Standardbewegung fahren. So, weil wir sonst viel zu langsam sind. Und zwar hier ein Collectible. Sehr schön. Gefällt mir. So, aus dem Weg. So, Türen zu, Bremsen schon mal lösen. Und dann geht's nach Edinburgh Waverley zu unserer Endhaltestelle. Mit, ich glaube, 40 Meilen pro Stunde. This is Haymarket. Ne, das wollte ich nicht. The next station is Edinburgh Waverley. Gibt es irgendeinen im Sinne von, das ist die Endstation? Nee, ne? Aber die Leute sollen ihre Sachen mitnehmen. Dankeschön. Lensflare-Effekt ein bisschen zu stark. Nee. Lass mir das Licht an. Jetzt bin ich sehr gespannt auf Edinburgh Waverley. Auch hierfür nehmen wir mal die Wolken einfach mal zurück. Ich glaube, wir sind etwas zu schnell. So, einmal hier links. Und dann halten wir gleich in Waverley. Schauen wir, dass wir nicht über das rote Signal fahren. Das wäre nämlich echt bitter. Und wir halten an. So.
Dann würde ich sagen, wir gucken uns mal hier ein bisschen um, wie Edinburgh Wave Laser aussieht. Interessant, dass es hier eine Straßentextur ist. Moment. So, also den Bereich, den kenne ich auf jeden Fall. Ja, sieht doch mehr oder weniger so aus. Road News, Microcow found on Scottish Farm. Aha. Hier all die KI-Züge. Rivette, oh, der Toilette. Fragrance vermutlich. Also auch hier so die Säulen, wie die gemacht sind, wirklich unglaublich schön gemacht. Kommt mir so aus der Realität absolut bekannt vor, muss ich sagen. Also Hut ab an Rivet. Ich glaube, wenn man sich jetzt hier so nach hinten dreht, das ist, glaube ich, in Realität ein Starbucks. Hier hinten sehen, glaube ich, die Gebäude ein bisschen anders aus, aber nee, doch nicht. Wow. Sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Fliegen wir mal wieder hier raus. Wohin geht's da? Was ist das für ein Block? Operations Depot. Aha. So, hier rein können wir nicht. Dann fliegen wir mal hier raus aus der Station. Nehmen wir mal, ja, einmal in die Richtung. Der Aufzug ist, glaube ich, sogar benutzbar. Oder? Ja, also es gibt auf jeden Fall irgendwo einen benutzbaren Aufzug. Ich würde gerne einmal raus aus dem Bahnhof und mich mal ein bisschen umgucken. Also diese Brücke ist auf jeden Fall sehr, sehr berühmt. Ne? Hier kann man so langlaufen und dann sieht man auf jeden Fall Häuser, die so oder so ähnlich aussehen. Ja, finde ich, ist gut getroffen. Ganz ehrlich, muss ich zugeben. Sieht ganz gut aus. Ich glaube, hier hält die Stadtbahn, ne? Oder nicht? Fahrräder sind abgestellt. Okay. Hier ist eine Art Plattform. Hier ist noch ein Collectible. Süß. Was natürlich ein absolutes Highlight ist, ist das hier. Das Scots Monument. Mit dem Park, der hier da direkt davor ist. Also Hut ab. Sehr schön gebaut. Hier ist noch so ein anderes Monument. Okay, das ist nur so angedeutet. Gefällt mir aber sehr gut. Die Straße sieht natürlich ein bisschen anders aus. Das sind jetzt Texturen, die sind mehr so, naja, aber das ist nicht so schlimm. Und hier Edinburgh Castle. Schauen wir mal, ob wir da irgendwie hochkommen. Jawohl. Ne, das ist gar nicht Edinburgh Castle. Das ist die andere Burg. Es gibt irgendwo. Auf der Seite gibt es, glaube ich, noch eine Burg. Es gibt auf jeden Fall noch irgendwo eine andere Burg, die, glaube ich, noch ein bisschen berühmter ist. Das da vorne ist Carlton Hill. Das ist ein recht berühmter. Nee, das. Ja, doch. Nee, das ist Arthur's Seat. Ein recht berühmter Hügel in Edinburgh. Nee, Moment, doch, das ist natürlich die Burg von Edinburgh, klar. Und dann kann man hier. Hier hat man eigentlich eine ganz hübsche Aussicht so nach unten und über die Stadt und so. Ja, okay, das ist, es sieht schon. Doch, doch, es sieht schon wirklich sehr gut aus. Das muss ich echt sagen. Wer schon mal hier war, ich glaube, Wiedererkennungswert definitiv vorhanden. Dann schließen wir die Türen und dann würde ich sagen, können wir das Szenario abschließen. Sieht sehr schön aus, gefällt mir sehr gut.
Ich danke euch fürs Zusehen und wünsche euch alles Gute und alles Liebe. Tschüss.